Mein Lieben, wir warten hier auf dem Fahrstuhl. Die Nacht ist vorbei, der Morgen ist jung. Der Morgen ist jung, der Tag ist noch jung. Neues Spiel, neues Glück. Jetzt Alla. Tschüss. So, Aufi. Mit dem dicken Hintern. Passt du da rein mit deinen fetten Taschen? Gestern auch rein. Adios. Tschüss. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier aus Gleiwitz, aus Peters Heimat. Wir sind ja hier untergekommen letzte Nacht bei der besten Freundin von deiner Mutter. Ja. Bei der Ada. Also vielen, vielen Dank, dass wir hier übernachten durften. Also den Cuyo Barso. Richtig ausgesprochen? Richtig. Sehr, also vielen Dank heißt das. Und jetzt haben wir schon richtig verwöhnt. Gestern Abend schon lecker Abendbrot, heute Morgen Rührei gab's mit hier Schinken drinne. Und so süße Kuchen, der gefüllt war. Wir sind so richtig vollgefuttert. Wir müssen ja jetzt auch Fahrrad fahren. Ja, jetzt müssen wir los. Und ich habe immer die Hoffnung gehabt, wenn man so mehrere Wochen im Fahrrad unterwegs ist, mal ein paar Kilo verliere. Und dann so weitergeht, dass wir hier Bekannte von dir abklappern, dann wird das genau ins Gegenteil umschlagen. Und es geht heute noch so weiter. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Auch mit einem Grund, warum ich überhaupt mit auf die Reise gekommen bin. Also nicht die Krakauer Wurst in Krakau, sondern heute treffe ich noch jemanden aus meiner Familie. Wir haben Familie hier in Polen. Und die Dame habe ich seit 14 Jahren nicht mehr gesehen. Das ist meine Großcousine. Ist das richtig Großcousine? Die Tochter von meiner Cousine, ja. Und da freue ich mich. Bin mal ganz gespannt, das bei dem Ort zu sehen, wo mein Papa aufgewachsen ist. Ja. Also auf nach Kamien Schlonski. Aber vorher natürlich noch die Station aus Peters Kindertagen. Dein Kindergarten, deine Schule, die Peter- und Paul-Kirche, in der er getauft wurde. Ja. Und so. Und wo du gewohnt hast. Auch, ne? Ja. Wo wir auch, ne? Also, auf geht's. Ihr seht das Lächeln bei Peter im Gesicht. Die erste Station haben wir erreicht. Sein Kindergarten. Aha. Ja, ist das privat? Das sieht eher aus wie eine Millionärsvilla. Ja, früher war das hier ein Kindergarten. Früher war es der Kindergarten. Ja, aber schön, ne? Schönes, ja, alles Gebäude. Hast du noch Erinnerungen an die Zeit ein bisschen? Ja. Gibt es auch Bilder bestimmt, oder? Ja, ja, von innen drin gibt es Bilder. Von innen drin gibt es Bilder. Dürfen wir die hier einblenden? Ja. Das suchst du zu Hause mal, ne? Ja, suche ich aus. Das interessiert auch mich auch. Ja, klar. Ja, klasse. Was heißt Kindergarten auf Polnisch? Przedszkole, ne, warte mal. Szkoła? Ja, Przedszkole. Ah, okay. Przedszkole. Ja, ja. Interessant. Ja, meine Lieben, nächste Station. Mit 2 Uhr wollte ich hier eigentlich einen nehmen. Schön am frühen Morgen. Wir haben gerade mal, wie spät ist das hier? 7 Uhr. Haben gesagt, nehmen wir uns schön ein, schon um 7 Uhr. Weil 9 Uhr. 9 Uhr? Ja, guck mal, ey, ich weiß nicht mal, wie spät das ist. Und da seht ihr mal, da ist eine Therapiezentrum jetzt, Physiotherapie, aber früher, vor Jahren, wo ich hier noch gelebt habe, war da eine Kneipe drin und da war regelmäßig mein alter Herr drin. Ja, da dachte ich so, wenn wir schon mal hier sind, ne, hätten wir auch irgendwie ein Wasser bestellen können, aber leider Physiotherapie, eine Zeit lang war eine Apotheke drin. Ja, so ist das hier, ne? So verändert sich das alles jetzt ein Stückchen weiter. Wenn ich das noch finde, dann zeige ich dir, wo ich meinen ersten Kuss hatte. Oh, weißt du auch, jetzt kommen die Erinnerungen hier hoch. Oh, Leute. Jetzt wird's aber spannend hier. Wie alt warst du da? Boah, 6, 5 oder 6. Oh. Meine Lieben, nächste Station auf meiner Reise hier in Gleiwitz ist, ja, unsere alte Wohnung. Die erste Wohnung, wo ich als Neugeborener hier hingezogen bin, zu meinen Eltern, ist hier, Gleiwitz, Karnowskiego Nummer 15. Ja, da habe ich gelebt mit meinen Eltern in der ersten Etage. Oh, das waren so für mich die ersten Jahre, bis wir dann mal umgezogen sind. Da war ich 7 oder 8. Da sind wir umgezogen, da fahren wir auch noch mal hin, zeige ich euch gleich auch noch. Und ja. Und im Hinterhof habe ich Fahrradfahren gelernt. Da fahren wir gleich auch mal rüber, zeige ich euch mal den Hinterhof. Falls man da drauf kommt, das weiß ich nicht. Ne? Müssen wir mal gucken, wie es sich hier entwickelt hat. Ja, und den Innenhof gibt es offensichtlich noch, wo man im Kreis drum zufahren kann. Ja, wenn du hier nicht Fahrrad fahren gelernt hättest, wären wir jetzt heute nicht hier, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist ja wohl und da in der Kurve, in der ersten, kann ich dir mal zeigen. Ja. Da habe ich mir so auf die Fresse gelegt. Kommen die Erinnerungen jetzt so hoch oder hast du die immer so hoch? Ja, ich immer. Also wenn ich dann denke, so hier. Ja. Ja, hier ist 15. Hier kannst du rausgehen. Ich habe das ja gerne mal, wenn ich irgendwo vorbeikomme, wo ich ewig nicht war, dass dann Erinnerungen hochkommen, die ich sonst nicht habe. Ne? Aber ja, guck mal, die Garage gibt es sogar noch hier. Original? Ja. Cool. Das ist noch die Original von früher.
Ah, buddeln wieder hier auf irgendwas. Deine Schaukel steht wahrscheinlich auch noch, ne? Sieht auch noch original aus. Aber die damals schon hier stand, keine Ahnung, aber sieht so aus, ne? Ja, die sieht so aus. Aber hier in der Kurve hier, da habe ich mich ja hier einmal um die Kurve hier und lag ich da. Ja, sehr cool, ey. Gibt alles noch. Das Gebäude steht hier auch schon. Sehr geil. Das glaube ich dir. Hier bei den Mülltonnen, da habe ich meinen ersten Kuss gehabt. Mit 6 Jahren. Mit 6 Jahren. Wie hieß die Dame denn? Hä? Weißt du noch, wie die hieß, die Dame? Nein, nicht wirklich. So einer bist du, ne? So einer bist du. Das hab ich mir genau gedacht, ne? Sie hat hier gewohnt. Das war sie doch. Vielleicht wohnt sie ja noch da. Ich bin noch klingeln. Schnell weg, bevor du entdeckt wirst. Du hast ja Versprechungen gemacht, die du jetzt einhalten musst. Besonders. Eine schöne Geschichte gibt es dazu, zu diesem Brunnen hier. Ne? Der ist im Winter, natürlich läuft der Brunnen nicht, aber da war Wasser drin, hat sich gesammelt, war eingefroren. Und da bin ich draufgegangen und natürlich eingebrochen. Ne? Und ich klitsche nass. Bin dann komplett nass in die Schule gegangen. Und meine Mutter hat dann geschimpft, oh, wie du bist krank, Lungenentzündung und so. Und ich bin nicht krank geworden. Und war plitsche, platsche nass. Das ist immer schon hart im Nehmen. Ne? Und da ist wahrscheinlich der Grundstein gelegt worden, dass er heute noch Regentanz macht und dass sein Lieblingswetter ist, wenn es nass ist. Bis das da so ins Unterbewusstsein gekommen ist. Ne? Ja, sein. Dass du mehr Regen magst als Sonne. Da bin ich eingebrochen. Da bist du eingebrochen. Den Brunnen gibt es auch noch. Ja, sehr schön. Und da ist die Kirche, die sehen wir schon. Die Peter-Paul-Kirche? Ja. Da, wo es geschehen ist? Ja, da ist es geschehen. Da fahren wir mal hin. Es ist ja alles sehr dicht beieinander hier. Nun, sie will ich immer kaum aufzusteigen, nur ein paar Meter laufen. Das ist schon mal ganz praktisch, ja. Gleiwitz hat jetzt heutzutage 160.000 Einwohner. Zur Zeit, als Peter hier gelebt hat, waren es ungefähr 200.000 Einwohner. Der Bergbau ist ja eingestellt worden, beziehungsweise wird noch eingestellt. Das ist die gleiche Diskussion wie in Deutschland mit Kohleausstieg. Und die da arbeiten wollen das natürlich nicht. Und der Staat will es aber und so weiter. Und hier die Peter- und Paul-Kirche. Der Peter hat sich jetzt so daran gewöhnt, mir immer hinterher zu fahren, dass er jetzt mir heute Morgen auch hinterher fährt, obwohl er nur die Strecke kennt. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich ja weiß ja gar nicht, was er mir zeigen will. Der Bahnhof. Ja. Ich habe immer noch keinen Zug gesehen, mir fällt mir gerade ein. Oh, jetzt kommt wieder das Lieblingswetter hier. Regen von vorne, Gegenwind. Das wird ihm doch wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dein Wetter, Peter. Ja, ich freue mich. Ah, jetzt geht's richtig los. Ja, meine Lieben, ihr seht schon, ja, Gleiwitz, meine Heimat, empfängt mich hier, wie er sich gehört, was mir am liebsten gefällt, mit bisschen Regen. Ja, meine Heimatstadt weiß schon, was mir gefällt. Mein Lieblingswetter, Regen, geil. Ups, eng, oh, eng, oh, Taschen passen durch. Sehr gut, wie dafür gemacht.
Radiostation Gleiwitz. Und da werden wir gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass bei dem Regenwetter, wenn man ein bisschen näher rangeht. Der ist komplett aus Holz gebaut. Das ist mit 118 Metern immer noch heute der höchste Holzfunkturm der Welt. Wurde in den 20er Jahren gebaut. Und es war ja hier vor dem Zweiten Weltkrieg, war das jetzt ja hier deutsches Gebiet. Und es war ja dann im August 38, haben deutsche Soldaten ja einen praktischen Überfall auf den Sender hier inszeniert. Nach dem Motto, die Polen überfallen den Sender, um damit den Überfall auf Polen 1938 zu rechtfertigen. Den Kriegsbeginn praktisch. Habe ich das richtig erzählt? Ja, so ist das korrekt. Und der ganze Sender ist auf Holz, ne? Also ja, habe ich gerade gesagt, genau. Der höchste Holzfunkturm der Welt, heutzutage noch. Ja. Es gibt keinen höheren Funkturm aus Holz. War es als Kind auch schon irgendwie so immer, oh toller Funkturm, aber war gar kein Thema? War eigentlich gar kein Thema, sogar also, wie gesagt, war 7, 8 Jahre alt. Aber ist ja auch weit weg von der Stadt, ne? Ja. Ich habe so, da haben wir andere Hobbys gehabt. Ja. Also ich habe das auch im Nachhinein jetzt erfahren, ne? Ja. Also, ja. Ja, aber interessant, ne? Das ist ja auch deutsch-polnische Geschichte hier in Gleiwitz. Ja. Auf jeden Fall. Ja, einen Sightseeing-Punkt haben wir jetzt in Gleiwitz gleich noch. Wir fahren jetzt zu der Wohnung, zu der Peter als Schulkind umgezogen ist, bevor er dann nach Deutschland gekommen ist. Und die Geschichte, wieso, weshalb, warum, könnt ihr mal bei Peter auf seinem Kanal angucken. Ich blende hier oben einen Link zu dem Video ein, wo er euch mal bei einer Radtour in Herne erklärt, wie er damals, ja schon praktisch fluchtartig, beziehungsweise er war zu dieser Zeit in Deutschland, aber einfach nicht mehr zurückgekommen ist. Hör mal, welche Hausnummer war das? Peter muss erstmal zu Hause seine Mutter anrufen in Deutschland. Welche Hausnummer? Das damals hier. Wollen wir auf der Autobahn? Schon wieder ein lustiges Gespräch. Das haben Peter und ich ja irgendwie gemeinsam. Wir können uns die Sachen merken. Ne? Schlecht zuhören können wir beide gut. So, jetzt mit Live-Navigation. Könnt ihr nicht hören, ist wieder kein Mikrofon. Telefonnavigation mit Peters Mutter beendet. Seid ihr euch einig geworden? Und hier in Straße, also Ulica Kozielska, hat Peter, ab welchem Lebensjahr hast du hier gewohnt? Am siebten Lebensjahr. 7 bis 8. Ja, 7 bis 8, genau. Und der erste Parterre haben wir gewohnt. Erste Parterre? Ja, ganz unten. Ist ja praktisch gewesen, ne? Kann man schnell raus. Aber ja. Fahrstuhl gab es wahrscheinlich nicht, oder? Doch, hier gibt es einen Fahrstuhl. Wenn du ganz nach oben musst, dann gibt es einen Fahrstuhl. Doch, den gibt's hier. Cool. Aber ein Riesenkomplex, ne? Das kann man jetzt ja, so auf dem Bild jetzt nicht so gut sehen, aber es geht hinten noch riesengroß weiter mit noch mehr von den Bunkern. Da muss man auch schon wissen, wo man nach Hause muss. Genau. Das ist die richtige Hütte hier ja, wieder. Da hinten, wo das gebaut worden ist, also die Häuser, gab es damals noch nicht, ne? Ja. Da war nur alles hier. Achso, okay. Und alles grau damals noch, ne? Auch nicht alles so grau. Ja. Grau in grau. Ja. So, so. Ja. Also hier hat der kleine Peter dann gespielt. Als Schulkind. So sieht's aus. Aber auch nur ein Jahr und dann war ich weg. Dann warst du weg. Genau, habe ich gerade schon erzählt. Gibt es ein Video auf deinem Kanal, verlinke ich hier rein. Ja. Wo du die Radtour nach Herne gemacht hast und die ganze Geschichte mal erzählt hast. Genau. Ja. Ja, das waren die Stationen jetzt hier vom kleinen Peter, damals in Polen, in seiner Heimat hier in Gleiwitz, wo er geboren ist. Und ich hoffe, es war für euch jetzt das Stück von dem Film genauso interessant wie für mich auch. Und wir fahren jetzt weiter zu meiner Familie, zu meiner Großcousine. Und da muss ich mich erstmal melden, dass die auch weiß, wann wir da ankommen, dass wir dann auch dementsprechend empfangen werden können.
Was mir jetzt hier in Gleiwitz aufgefallen ist, hatten wir gestern in Krakau nicht, dass die Ampeln hier sprechen. Das war gestern schon, als wir in Gleiwitz reingegangen sind. Die jetzt nicht, ja super. Genau das beste Beispiel. Ne? Da sind aber Lautsprecher oben dran und die sagen dann Bescheid, die immer für Leute, die so gut sehen können, dass man losgehen kann. Ich habe ja hier von euch aus links gesehen im rechten Ohr den schwarzen Knopf, einen Funkkopfhörer, das ist meine Navigation. Ne? Also dann höre ich akustisch die Fahranweisung. Das finde ich so witzig, habe ich gesagt, jetzt hier folge dem Fernradweg. Okay, Fernradweg. So sieht es ja schon besser aus jetzt hier auf dem Fernradweg. Gestern auf dem Weg nach Gleiwitz habe ich ja schon mal gesagt, das ist hier, wenn man sich die Karte anguckt, wie das Ruhrgebiet in Polen hier, Stadt an Stadt, so eine Stadt, ein Ort hört auf, der nächste fängt direkt wieder an. Und Gleiwitz ist sozusagen das nördliche Ende von diesem Gebiet hier. Und dann kommen wir jetzt gleich so ein bisschen ins Grüne. Da bin ich noch mal gespannt, was ich für den Fjordrechter geplant habe. Ja. Für schöne Huckelpisten wieder hier. Fürs Gemüse. Und sinnvollerweise hat die Navigation sich mal eben ganz abgestellt. hurra. Das noch richtig ist. Ja, mein Kollege plant wieder genauso weiter, wie er auch aufgehört hat. Ne? Da. So plant er. Ich sag nur Radfernweg. Wer das glaubt. Ja, offensichtlich haben wir unser Vorhaben hier ein Jahr zu früh geplant. Das wird der Radfernweg nach Oppeln, die nächste große Stadt, oder Breslau, die nächste noch größere Stadt. Ja, dann werden wir auf der Straße fahren. Erdbeeren und Kartoffeln. Ah, da fühlen wir uns auch direkt wieder wohl hier weg von der Fernverkehrsstraße, damit wenig Platz zum Fahren. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt ja, heute ist Montag, wir sind letzten Montag mit dem Zug nach Wien gefahren, also am Dienstag praktisch gestartet, also 7 volle Tage jetzt geradelt. Und es hat uns keiner angehobt. Weder in der Slowakei, noch in Tschechien, noch hier, wenn wir da mit dem Rad unterwegs sind. Und ich weiß auch gar nicht, wer ist, Bundesstraße in Deutschland, darf man ja weniger mit dem Fahrrad drauf fahren. Wie das hier auf so Fernstraßen ist, weißt du auch nicht, ne? Obwohl Komoot plant das ja so, ne? Was sollen wir machen? Dann fahren wir da einfach, aber da hat keiner gehupt. Halten alle schön Abstand. Alles gut. Buttermilch. Ja, Freunde, da haben wir wieder unser, wie heißt der Laden eigentlich? Zabka? Supermarkt gefunden. Frosch? Ein Froschladen gefunden hier mit Sitzgelegenheit. Zum Schlafen nicht so geeignet, die Sitzgelegenheit, aber wir wollen ja fahren, genau. Die Schlafzimmer wären dann hier. Frisch gestärkt geht es weiter, hier schön den Hügel runterrollen. Und den letzten Regenschauer genießen. Das war's dann in diesem Urlaub mit Regen. Oh. Ist auch voll spitze, wenn man die Navigationsstufe vom iPhone, ist ja auch in Deutsch eingestellt. Und wenn die einem dann die polnischen Straßennamen da vorliest, also die Buchstabenfolge einfach direkt so von sich gibt, ist immer wieder witzig. Zawes Zane soll ich hinfahren. Okay, Zawes Zane. Darum kurven wir ein bisschen hier rum. Dann schauen wir mal. Die Hinterhöfe hier. Der war auch noch gesperrt.
So. Haben wir uns da durchgekämpft. Wir sind ein bisschen zu früh aufgebrochen, deswegen sind manche Straßen noch nicht ganz fertig. Aber wir dachten uns ja nichts verschieben, ne? Nichts verschieben. Weil die Einschläge kommen immer näher und wir verschieben nichts mehr. Einfach machen. Wenn es möglich ist, machen. Meine Lieben, was so der Swobo für schöne Wege kennt, ne? Unglaublich. Und da fährt er einfach dran vorbei. Das Zeichen habe ich sofort entdeckt, habe ich sofort gesagt, stopp, bleib mal stehen, weil schaut mal hier auf diesen Baum. Na, wer erkennt's? Wer erkennt's? Jawohl, der Jakobsweg, der ist die Jakobsmuschel. Na, willst du mit mir nach Santiago reiten? Schau mal, da fährst du einfach dran vorbei. Oh. Der polnische Jakobsweg. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der Jakob hier unterwegs war. Der Jakob war überall unterwegs. War der? In allen Himmelsrichtungen. Ach so. Ich sag ja, viele Wege führen nach Rom, ne? Oder nach Santiago. Der Jakobsweg führt gar nicht nach Rom. Fliegen wir nach Santiago, ne? Ja, ja. Na ja, kriegen wir schon hin. Ne? Könnt ihr gerne mal in die Playlist mal gucken, oder verlinke ich euch mal. An der ist ja gar nicht mein Tag, ist das Phobos-Tag. Ich kann euch nichts verlinken. Da ist er. Also weiter geht's für uns. Beim besten Weg hier, seht ihr ja schon wieder, ne? Hat mal das Phobos richtig schon geplant. Und das immer noch mit dieser herrlichen Sattelkonstruktion, ne? Also, dass das Ding überhaupt nur hält, Thema, ist ja, naja. Ich lebe ja noch. Also, weiter geht's. Mann, der will mich doch verarschen, oder? Jetzt ganz ernsthaft, oder? Das kann nicht sein Ernst sein. Offizieller Radweg. Ich weiß nicht, wo er den ausgegraben hat. Offizieller Radweg. Guck mal hier, wie ich aussehe. Mit offiziellen Radweg. Karamba, ey. Guck dir die Löcher da an. Offizieller Radweg, ey. Also der Gepäckträger vorne an der Gabel sollte eigentlich erstmal eine anfängliche Bastellösung sein. Nach dem Motto, nach dieser Radreise mache ich den mal richtig schön fest. Nicht mit Kabelbindern, aber das hält ja echt Bombe hier. Ne? Gut, die Tasche links ist rausgesprungen, da wackelt die ein bisschen mehr. Aber da kann der Träger ja nichts für, denke ich. Nein. Aber jetzt ja schon 1100 Kilometer hier, kein Problem mit dem Ding.
Ja, hier kommt schon eher so das Polen. Wir haben ja gestern gesagt, hat Peter in seinem Teil ja gesagt, er hatte noch Erinnerungen oder Erwartungen, dass es mehr noch so sozialistisch geprägt ist, so grau in grau alles. Und heute haben wir es auch deutlich mehr als gestern, dass wir so Zentralschlesien, Oberschlesien hier fahren und nicht so Urlaubsregionen, nicht hier Krakau oder die Berge. Das ist auch noch ein bisschen so aus, wie man sich's vorgestellt hat, ne Peter? Ja. Ja, so alter Stil, ne? So alter Stil, ja. Aber hier kann man doch super fahren. Der war gerade schon wieder am Meckern hier mit meiner Wegeplanung. Ich weiß gar nicht, was der hat. Und wir stellen natürlich die Strecken bei Komoot ein zum Nachradeln, sag ich immer so gerne. Wenn das wirklich jemand nachradeln möchte, würde ich auf keinen Fall machen. Sind jetzt wirklich keine beschriebenen Fernradwege, die wir gerade sind, weil wir halt Peters Freund besucht haben, die Mutter von Peters Freund besucht haben, jetzt meine Großcousine besuchen. Das sind ja bestimmte Ziele, die wir ansteuern. Und wenn wir über die Fernradwege gefahren wären, wäre die Strecke viel länger geworden. Diesen Eurovelo 4 zum Beispiel, der liegt irgendwie 100 Kilometer weiter westlich. Und dann hätten wir wieder querfahren müssen und darum, aber wir genießen das auch, ne? Einfach hier so Polen, so wie es ist. Dann kann man sich die Dörfer auch mal genau angucken. Herrlich. Ist bei Komoot auch hier als, was man sehen kann, als grüne Linie eingezeichnet im Hintergrund. Grün heißt ja also richtig schöner Radweg und nicht nur irgendwas. Also Premium. Premium. Ne, Premium wäre lila. Wenn ihr keine Probleme mit dem Rücken habt und mit der Schulter und mit den Ellenbögen, dann fahrt die Strecke hier, spätestens dann habt ihr welche. Genau. Ja, so haben wir es das vorgestellt, ne? Da versucht euch jemand aktiv zu verhindern, dass ich meine Familie besuchen kann. Peter, das hast du organisiert. Gib's doch zu. Hast du Kollege angerufen hier? Ich hätte gesagt. Meine Lieben, was soll ich sagen, ne? Also, vor ein paar Wochen war ich mit dem E-Bike-Bastion unterwegs und da haben wir schon ein paar Bäume auf der Fahrbahn gehabt. Da hat der Basti nur gesagt, weißt du was, komm, nimm besser eine Kettensäge mit. Und das ist schon das zweite Mal auf dieser Tour. Das hätten wir jetzt echt gebrauchen können, ne? Schau dir das mal an. Also, hier bin ich mal gespannt, ob der Chef hier wieder die Packtaschen abnimmt. Oder diesmal nicht. Guck mal. Der spießt sich nur auf. Hör mal, ich kann stabile Seitenlage. Junge. Guck mal, wie schön das geht. Oh. Ja, boah, meint er ja, ne? Oh, herrlich. Guck mal. Guck mal, wie schön das hier passt alles. Wieder für gemacht. Das Bad ist wieder für gemacht. Alles schön. Das ist Leben schön. Hat gar nicht weh getan. Boah. Oh, ein Reh. Hast du gesehen, Peter? Bitte? Hast du das Reh gesehen? Das Reh. Das Reh, welches Reh? Ja, siehst du mein Video dann. Ich hab's drauf. Ist mir direkt hier vor dem Fahrrad ein Reh lang gelaufen. Das fehlt jetzt noch hier. Wildschaden. Ich bin sicher, war kein Wolf? War kein Wolf. Hier fahren wir links. Aber vielleicht ist das Reh vor dem Wolf davon gelaufen. Also gib mal ein bisschen Kette, bevor der Wolf kommt. Gib mal Kette bei den Straßen. Wie hast du mit der Straße? Ist doch tippitoppi. Kann man gar nicht auf Straße und Piepern hier. Dann tust du auch nicht. Dann sag auch nicht Straße dazu. Guck mal, wird doch auch nicht besser. Premium-Wege hier wieder, ne? Premium-Wege. Zeig mal deine Kamera, was schon wieder passiert ist. Ja, wir können kurz mal anhalten. Ja, komm. Halt mal kurz an, was ist schon wieder passiert hier? Guck mal, Premium-Wege und die rappelt so hier, ich muss mal was einfallen lassen, ne? Das ist wieder zum Glück. Hier, schaut mal hier. Ist aber nur das Schutzglas. Gott sei Dank. Ja, deswegen immer wieder, kauft euch Schutzglas. Und alle guten Dinge sind drei. Eins habe ich noch dabei, ich habe ein Dreierpack bestellt. Dann haben wir auch drei verballert hier. Eigentlich nur eine Woche Fahrzeit, ne? Ja. Vor einer Woche waren alle noch heile. Und zwei hast du verballert. Das also pass jetzt auf. Ja, wir müssen das tauschen. Ja. Ich kann nicht mehr filmen. Ja, ist ja vielleicht nicht so schlimm, wenn du nicht filmen kannst. Das sollen ja schöne Videos werden. Genau. Ne? Weiter geht's. Ja, das waren also gut 5 Kilometer durch den Wald. Das war ein ordentliches Abenteuer. Hat auch eine Scheibe gekostet. Linsenschutz.
aber ist ja nur ein Schutz. Kostet 3 Euro, stell dich nicht so an. Aber habe ich 3 Euro noch bezahlt. So. So, der erste Zug, den ich jetzt hier in Polen sehe, aber ein Güterzug. Wollte auch mal so einen Personenzug sehen. So, sind jetzt hier im Bezirk Oppeln angekommen. Oppeln ist sozusagen die Kreisstadt und die übergeordnete Gemeindestadt ist Gogolin. Wir fahren jetzt hier weiter Richtung Oppeln. Wroclaw-Breslau noch 133 Kilometer. Da geht es dann wohl morgen hin. Ab ist sie. Und? Ist da drunter alles heile? Drunter ist heile. Jo. Nur die Scheibe ist platt. Jo. Dann kann man die auch umdrehen. Meinst du? Wie eine CD? Ich glaube nicht. So, wir wissen nicht, wie der Ort hier heißt, aber hier ist irgendwie der Marktplatz, Ortskern. Irgendwie noch eine Statue. Und Denkmal. Weiter geht's. Und nicht kaputt machen jetzt. Oh. Christlein hin neue. Ja, wenn du in die Arti bist heute Abend, kommst du auch hier rein. Letzte? Wenn ich nicht aufesse, da kommst du rein, wenn du wieder Regentanz machst, manchmal. Gefängnis. Kannst du einsitzen. Kannst du mal Gedanken machen. Das ist ja Spital. Ist das ein Krankenhaus? Krankenhaus? Das ist Spital. Das ist Psychiatrie, oder? Nein, Spital ist rechts. Und guck mal, so schöne Radwege gibt es hier in Oberschlesien. Kriegt selbst der Peter wieder gute Laune, fängt sich an, ein Tier zu trällern. Jo, so langsam nähern wir uns dem Tagesziel. Hier noch 10 Kilometer. Und zum Glück jetzt auch mal weg von der Hauptstraße. Ist immer ein nicht so schönes Gefühl, ne? Wenn von hinten da ein Fahrzeug schnell kommt und wenig Platz ist. Aber willst du machen, ne? Da haben die teilweise hier tiptop ausgebauten Radweg. Nagelneu, super breit und da hast du wieder nichts zwischendurch, ne? Ja. So ist das. Und hier links der Flughafen in Kamieniec-Śląski, also in Großstein. Aber ich weiß nicht, wie weit der noch in Betrieb ist, ob das jetzt hier ein Sportflughafen ist. Das war früher halt mal Militärflughafen. Aber dann wäre der, glaube ich, anders gesichert. Und auf der Startbahn habe ich gerade ein Auto fahren sehen, einen Sportwagen. Von daher denke ich mal, dass die auch andere Veranstaltungen oder hier Verwendungen haben als ein Flughafen. Wenn ich jetzt mal gucke, da steht ja auch Silesia-Ring. Also ist kein Flughafen mehr, ist jetzt eine Rennstrecke. Oder Peter, wie siehst du das? Das sieht so aus, würde ich sagen. Das ist auch ja, gut. Ja. Interessant.
hier auch das einzige Hotel im Ort. Hatte ich es auch schon ins Auge gefasst, falls keiner von der Verwandtschaft zu Hause gewesen wäre, weil die teilweise auch halt in Deutschland sind. Hätte man hier am Silesierring. Aha. Einstecken können. Auch nicht schlecht. Das Hotel hätte ich uns sonst gegönnt, Peter, wenn es nicht geklappt hätte hier mit der Verwandtschaft. Ach so. Sah nicht schlecht aus, ne? Ja. Ja, kriegst du jetzt nicht, ne? Ich weiß ja nicht, weil klappt ja nicht mit der Verwandtschaft. Dann sitzt sie dich und sagt, du kannst wieder gehen. Ja, genau. Die kennt mich ja. Genau deswegen, ne? Da müssen wir mal hier, das Glas ist ja mittlerweile kaputt, ne? Ja, was ist der Plan? Der Plan ist jetzt, wir fahren ja nach Berlin. Ja. Und habe ich mir überlegt, ich rufe meinen Kumpel, den Wolfsbele auf dem Wolfsmensch an. Wolfsmensch Velo. Den Velo auf dem Wolfsmensch. Den Wolfsmensch auf dem Velo. Velo. Den Ronald, hilf mir. Ich habe ja gute Freunde in Berlin. Ja, ruf mal an. Dann ruf mal den Velo auf dem Wolfsmensch an. Ich ruf mal den guten Freund in Berlin an. Vielleicht kann er mir helfen. Warte mal, abbrechen. Wie geht denn das hier? Warte mal. Weiter bearbeiten. Ich will nicht bearbeiten. Ich will nur einfach nur anrufen. Abbrechen. Verwerfen. So, dann rufe ich jetzt mal an. So. Bin mal gespannt. Hallo Peter. Hallo Herr Wolfmensch auf dem Velo. Du bist hier live in unserem Video. Ja, nicht live, aber wir schneiden das noch. Aber du bist laut. Wir brauchen deine Hilfe. Vielmehr, ich brauche deine Hilfe. Ja. Der Raimund, der hat immer so Schrecken hier geplant, weißt du, die Schutten sind ganz schütterlich. Und meine Kamera ist kaputt, vielmehr das Glas ist kaputt. Mein ja. Displayschutz. Mhm. Jetzt wollte ich dich fragen, wenn ich einen Link schicke, könntest du mir noch ein paar Displayschutzgläser besorgen für Berlin? Natürlich. Ja, Kein Problem. Würdest du mir die bestellen? Ja, klar. Oh, danke schön. Ja, Freunde, für mich jetzt ein ganz besonderer Moment, jetzt hier angekommen zu sein. Nicht nur, weil ich jetzt Verwandtschaft hier wohnen habe, sondern dass ich zum allerersten Mal überhaupt jetzt hier bin. Zum allerersten Mal auch in Polen überhaupt. Und das war auch mit die Motivation, dass wir hier halt langfahren, denn das ist der Geburtsort von meinem Vater. Und wir waren hier nie zu Besuch, sind hier nie hingefahren. Lassen wir es dabei. Und darum bin ich umso froher, dass das jetzt geklappt hat hier mit dem Peter auf unserer Tour. Das wäre ja nichts geworden, dass wir mit dem Fahrrad jetzt hier hingefahren sind. Und freue mich jetzt total, hier so ein bisschen mal die Gegend unter in Augenschein zu nehmen, in der mein Papa halt als Kind hier groß geworden ist. Ja, und ich bin hier praktisch auch ohne Reserven angekommen. Ne? Hier, Batterie blinkt leer, Reichweite 0 in Tourmodus, Akku leer. Von daher ist ganz gut, da vorne hinter der Kurve geht es gleich ein bisschen runter und dann sind wir schon am Ziel angekommen. Gleiches Video, nächster Tag. Habe ich gestern vor lauter Begeisterung jetzt hier meine Großcousine nach über 30 Jahren, ist es jetzt doch gewesen, wieder zu treffen. Da waren damals aber noch Kinder, dass ich dann das ganz vergessen hatte. Ne? Wir haben jetzt hier einen wunderschönen
Abend verlebt. Gestern waren wir noch in Oppeln, in der nächstgrößeren Stadt. Da fahren wir gleich mit dem Fahrrad auch wieder durch. Das liegt auf unserem Weg. Und das gleich, das heißt, seht ihr dann im nächsten Video beim Peter auf seinem Kanal. Ich sage jedenfalls nochmal Dankeschön hier an meine Großcousine, dass wir hier sein durften. Und wirklich wunderschöner Ort. Und hier liegen familiär halt meine Wurzeln, väterlicherseits. Und da gibt es noch viel zu entdecken. Wir haben gestern noch viel erfahren hier. Ich freue mich total, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Das ist jetzt mal gesetzt, das Thema für mich. Und von daher sage ich danke fürs Zuschauen für dieses Video. Peter, wolltest du noch was ergänzen? Ja, war gestern ein super schöner Abend. Ne? Ja, war echt schön. Super da geschlafen. Schöne Gegend hier. Ja. Wo du herkommst. Schloss haben wir uns gerne geguckt. Genau. Und da gibt es noch ein paar Bilder, blende ich nochmal eben ein jetzt hinten, zum Abschluss von diesem Video. Also tschüss, bis zum nächsten Teil, dann auf Peters Kanal geht's direkt weiter. Ciao. Macht's gut, bleibt gesund, tschüss. Tschüss.